Hallihallo, hi, tralala. Ja, hier ist euer Assassin 94 und ja, wir befinden uns hier jetzt zu später Stunde in unserem Startbildschirm meines zweiten parallelen Let's Plays zu Oblivion, von dem ich aber gleich zu Anfang mal gesagt nicht so viele Folgen hochladen werde wie von Oblivion, weil Oblivion ein Rollenspiel ist und sich dann demnach auch in die Länge zieht, und es wäre ja Schwachsinn, wenn ich da bloß am Tag oder in zwei Tagen eine Folge hochladen würde. Das würde sich nämlich extrem ziehen. So, also wir sind hier praktisch im Menü und können jetzt auswählen: Schwierigkeit Padawan, leicht, Jedi normal, Jedi Ritter schwer, Jedi Meister extrem schwer. Jetzt habe ich gerade noch was vergessen. Ich muss nämlich Untertitel einschalten, ja, damit ihr mitlesen könnt, für alle die zu Hause es sich anzuhören oder wegen meinen Kommentaren den Ton ausmachen. Ja, soll es auch geben. Ja, trotzdem geht es jetzt gleich mal weiter, und zwar mit Jedi Ritter. Jedi Ritter einfach aus dem Fall, weil ich auf Jedi schon mal gespielt habe, da war es auch schwer, aber es soll ja auch für euch ganz lustig werden, deswegen Jedi Ritter. Und jetzt kommt nämlich gleich die Anfangsszene, glaube ich, die, da bin ich mal ruhig. So, also das kommt ja immer, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und jetzt geht's dann irgendwann mal los. Ah, Ladebildschirm. Ladebildschirm, also das Spiel ist also in, für mich sehr bekannt für den ewig langen Ladebildschirm. Jetzt, so langsam tut sich was. Na jetzt. Haben wir es dann gleich. Bald. Ja, auf. Ja. Was geht das? Ah, das darf ich dann gleich wieder lesen. Ja, das gefällt mir gar nicht. Also Star Wars, Jedi Pass. Jedi Outcast. Die friedliche Zeit in der Galaxis ist das Imperium in der Schlacht von Endor. Die neue Krieg ist noch immer bemüht, die Ordnung wiederherzustellen und ihre Feinde zu bezwingen. Nachdem das Tal der Jedi vor dem dunklen Jarek gerettet und fast selbst der dunklen Seite verfallen war, löst der einzige Jedi-Ritter Kyle Katarn seine Bindung zur Macht und wendet sich wieder sein Leben als Söldner zu. Mit seinem langjährigen Partner Jane aus, unterstützt Kyle die Republik weiter im Kampf gegen die Imperialen Hinterbliebenen. Als die Hinterbliebenen den jüngsten Schritt zur Unterwerfung der Galaxis unternehmen, wird Kyle Jan gebeten, von der neuen Republik samt dem Planeten Kyojin, einen lang ungenutzten Hauptposten des Imperiums, zu uns suchen. Das war jetzt wirklich schlimm. Ich hasse diese Texte einfach. Sieht zwar geil aus, aber kaum vom Lesen her mit. Jetzt geht das Spiel los. Ja, ich freue mich schon. Vorbereitung auf den Landeanflug. Was auch immer für diese Übertragungen verantwortlich ist, das zeigt sich nicht auf den Sensoren. Dieser imperiale Außenposten wird genauso verlassen, wie er sein soll. Er ist so tot wie der Rest von Kijim. Mon Mothma muss langsam paranoid werden. Sie hat noch nie Profis wie uns auf so eine Vergnügungstour geschickt. Kyle? Jen? Seien Sie gegrüßt! Mon Mothma, Kyle sprach gerade von Ihnen. Zweifellos. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten zu der Mission auf Kijim. Ich hasse es, wenn Sie beunruhigend sagen. Wir haben einen Teil der Übertragung dekodiert, die wir heute früh abgefangen haben. Und... ach... hören Sie besser selbst. Admiral Fryer, erste Schaffung. Geschlagene Station auf Kijim. Wenden. Müssen wir wenden? Das Tal der Jedi verlassen. Krieger der Wiedergeborenen. Das Tal der Jedi? Wiedergeborene? Wir glauben, dass diese Übertragung für Galen Fryer bestimmt war. Wir verdächtigen ihn, der Anführer der Hinterbliebenen in diesem Sektor zu sein. Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte nichts weiter als ein Schauermärchen, das sich Soldaten am Lagerlicht erzählen.
Doch da Sie die einzigen Überlebenden der Ereignisse im Tal der Jedi sind, dachte ich, dass es nur fair ist, wenn ich Sie warne, dass diese Mission vielleicht gefährlicher ist, als wir zunächst angenommen haben. Ihre Ziele bleiben jedoch dieselben. Finden Sie so viel wie möglich heraus und neutralisieren Sie alle Streitkräfte der Hinterbliebenen, die Ihnen begegnen. Möge die Macht mit Ihnen sein. So viel zum Thema Vergnügungstour. Ich habe jemanden gesehen. Halt, Klappe. Läuft jetzt weiter? Nein, gut. Also jetzt muss ich kurz ein bisschen was erklären, weil der erste Teil, den spiele ich ja nicht. Und da muss ich ja dann, vielleicht wollt ihr den auch spielen, ich verrate nicht zu viel. Wie man ja schon im Intro gelesen hat, spielt es praktisch nach den Star Wars Filmen. Und ja, wir sehen hier schon einen Ego-Shooter. Alles nochmal. Naja gut, in der Zeit habe ich jetzt auch die Maus war zu weich eingestellt. Das überspringen wir jetzt einfach mal das auch, wie die schön in ihrem Raumschiff da sitzen. Vorbereitung auf den Landeanflug. Was auch immer für diese Übertragungen verantwortlich ist, das zeigt sich nicht auf den Sensoren. Dieser imperiale Außenposten wird genauso verlassen, wie er sein soll. Er ist so tot wie der Rest von KGM. Mon Mothma muss langsam paranoid werden. Und sie hat noch nie Profis wie uns auf so eine Vergnügungstour geschickt. Also wie gesagt, Kyle, Jen, seien Sie gegrüßt. Mon Mothma, Kyle sprach gerade von Ihnen. Den wir spielen, das ist der... Zweifellos. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten zu der Mission auf Kedji. Ich hasse es, wenn Sie beunruhigend sagen. Wir haben einen Teil der Übertragung dekodiert, die wir heute früh abgefangen haben. Und, hören Sie besser selbst. Admiral Fire, Ihr Wissen, geschaffen auf dem Marsch. Beschlagene Station auf Kiss. Wenn... Was da jetzt genau ist, das von müssen wir erwähnen, das Tal der Jedi-Fabrik. Krieger der Wiedergeborenen. Das Tal der Jedi? Wiedergeboren? Solltet ihr euch die Story angucken. Wir glauben, dass diese Übertragung für Galen Faya bestimmt war. Wir verdächtigen ihn, der Anführer der Hinterbliebenen in diesem Sektor zu sein. Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte nichts weiter als ein Schauermärchen, das sich Soldaten am Lager nicht erzählen. Doch da Sie die einzigen Überlebenden der Ereignisse im Tal der Jedi sind, dachte ich, dass es nur fair ist, wenn ich Sie warne, dass diese Mission vielleicht gefährlicher ist, als wir zunächst angenommen haben. Ihre Ziele bleiben jedoch dieselben. Finden Sie so viel wie möglich heraus und neutralisieren Sie alle Streitkräfte der Hinterbliebenen, die Ihnen begegnen. Möge die Macht mit Ihnen sein. Auch Teil 3 in der Reihe. Ist noch ein bisschen besser zum Thema gemacht, Vergnügungstour. Aber passiert eigentlich auf genau gleich. Und wir speichern es gleich erst, weil das habe ich schon gemacht. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Also ich lade jetzt schon mal meinen Schuss auf, das kann ich nicht machen. Dann mache ich hier einen Headshot. Also ich komme hier nicht. Das ist mein bei diesem Einsatz. Ich komme hier nicht. Das war knapp. Links unten und die rote Zahl ist praktisch unsere Energie, also unsere Lebensenergie. Und hier, wenn wir raus, kann ich einstellen, welche Waffe ich haben will. Was war das? Und wenn wir über die Waffen ist da jemand? Nein, dann nehmen wir die auch. Ein Problem weniger. Gratis gewährt es. Ich werde versuchen, die Tür irgendwie zu öffnen. Warte hier, Jen. Die gelbe Anzeige. Und ich sehe schon, wir müssen hier schneiden.